Mein Name ist Peter Weibel. Ich bin künstlerisch-wissenschaftlicher Direktor und CEO des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe. Es ist mir eine große Ehre und ein Privileg, Sie heute zum Tag der offenen Tür begrüßen zu dürfen. Aber dieses Mal nicht im realen Z-Camp, sondern im Corona-bedingt im digitalen Z-Camp. Wir werden Ihnen eine Fülle von digitalen Angeboten machen. Ja. Die Frage ist, wieso kommt es zu dieser digitalen Z-Camp? Das hat zu tun mit Corona. Ja. Weil Corona hat tiefgreifend die Gesellschaft verändert. Nämlich, wir leben nun nicht mehr nur alleine in einer Lagergesellschaft, definiert durch die Nahsinne, sondern wir sind durch die Corona-Krise auch gestoßen worden in die Ferngesellschaft, die mit digitalen Technologien arbeitet. Was unterscheidet eine Lagergesellschaft von einer Ferngesellschaft? Die Wissenschaftler unterscheiden zwischen 5 Sinnesmodalitäten, den Nahsinne und den Fernsinne. Wir haben 2 Nahsinne, das ist der Geschmack, ja, und das Tasten. Der Mensch verfügt aber zusätzlich über 3 Fernsinne, das Sehen, das Hören und das Riechen. Sehen und ein Hörer können wir Menschen jenseits der Nähe, Distanz. So sprechen wir auch fälschlicherweise bei der Corona-Krise von sozialer Distanz. Wirklich hätte es gemeint, physische Distanz. Wir brauchen Abstände, damit wir uns gegenseitig anstecken. Und dann haben wir entwickelt eine Technologie der Ferne. So sprechen wir von Television, Fernsehen, Telefax, Telefon und so weiter. Und diese Technologie hilft uns nun, dass wir eben kommunizieren können. Und auf genau diese Technologie hat das Z-Camp zurückgegriffen, auf ein vielfältiges operatives Besteck, ja, wo wir kommunizieren können, auf neue Weise, ja, eben mit digitalen Teletechnologien in der Ferngesellschaft. Ja. Und deswegen ist es mir eine Freude, ja, Sie heute begrüßen zu dürfen. Entdecken Sie, ja, das neue digitale Z-Camp. In diesem besonderen Jahr bieten wir Ihnen 2 neue Veranstaltungsorte an. Und diese 2 neuen Veranstaltungsorte sind die klassische Website und eben die App Gäsertown. Das heißt, das Z-Camp verwandelt sich in eine Stadt der Zusammenkünfte Gäsertown. Gäsertown, das ist eine teilweise Darstellung des Z-Camps, ja, in 2D, zweidimensional. Ja. Sie selbst, wenn Sie eintreten, ja, sehen sich selber dann als kleines Figürchen, als Avatar, hm, und können sich sozusagen durch das Zentrum bewegen. Wenn Sie dort Menschen treffen, zum Beispiel andere Besucher oder auch Mitarbeiter des Z-Camps, dann treten die auch auf als kleine Avatare, als kleine Figürchen. Dadurch können Sie mit diesen Besucherinnen und Besuchern, mit diesen Mitarbeitern und Mitarbeitern, können Sie in persönlichen Kontakt treten. Und da können Sie auch teilnehmen an einer beliebten, wie immer beliebten Museumsrelle, ja, die ebenfalls in Gäsertown verlegt wurde. Ja. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, ja, mit Besuchern, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Z-Camps, ja, mehr zu erfahren, ja, über das Z-Camp und teilzunehmen an den Programmen, die wir für Sie vorbereitet haben. Ja. Zusätzlich, ja, wenn Menschen noch eine bestimmte Scheu haben, in diese digitalen Plattformen interaktiv einzutreten, bieten wir auch an, wie immer, ja, eine Führung, ja, ja, via Zoom über die Plattformen. Nämlich, wir machen Zoom-Online-Führungen, ja, über 2 virtuelle Ausstellungen, eine in Karlsruhe Critical Zones und andere Special Affairs, das sind reine virtuelle Ausstellungen. Des Weiteren können Sie über Zoom teilnehmen am Roncalli-Forum, das das Thema hat Überleben. Das Roncalli-Forum wird nämlich sich beziehen auf die Ausstellung, die schon gerade läuft, die heißt Biomedien, das Zeitalter der Medien mit lebensähnlichem Verhalten, das heißt, die sich beschäftigen mit der Kunst des Überlebens im 21. Jahrhundert. Ja. Gleichzeitig sehen Sie auf dieser Website, auf unserer Website, sehen Sie wirklich zahlreiche, wunderbare On-Demand-Videos. Dort sehen Sie unsere Ausstellungen, da sehen Sie unsere künstlerischen Präsentationen. Deswegen noch einmal, ich beglückwünsche Sie einerseits zu der kommenden Reise, ja, im digitalen Z-Camp. Und andererseits bedanke ich mich sehr, schon im Vorhinein, dass Sie an dieser Reise teilnehmen werden.